No tengan miedo. Habt keine Angst. Soy la reina de la paz. Ich bin die Königin des Friedens. Virgen de Schönstatt. Die Jungfrau von Schönstatt. Madre de todos los pueblos. Die Mutter aller Völker. Virgen de todas las culturas. Die Jungfrau aller Tugenden. Madre de todas las lenguas. Die Mutter aller Seelen. Y reina del amor. Die Königin der Seele. Vengo al mundo como madre del universo. Ich komme in diese Welt als Mutter. Para retirar de sus corazones. Um aus euren Herzen. Todo lo que los aparta del amor. All das zu entfernen, was euch von der Liebe fernhält. Todo lo que los aleja de Dios. Was euch von Gott fernhält. Todo lo que no es parte de su divino plan. All das, was nicht Teil seines göttlichen Plans ist. Por eso he venido a Viena. Aus diesem Grund bin ich hierher nach Wien gekommen. Para concluir la misión que mi hijo ha comenzado. Um diesen Auftrag, den mein Sohn begonnen hat, zu Ende zu bringen. Para poner fin al sufrimiento de los seres humanos. Um dem Leiden der Menschen ein Ende zu bereiten. Especialmente aquellos sufrimientos. Insbesondere jenes Leid. Que ha marcado la historia de la humanidad. Das die Geschichte der Menschheit geprägt hat. Y que nadie, más nadie, ha conseguido borrarlos. Und dieses Leid, das sonst niemand geschafft hat, auszulöschen. Por eso vengo del cielo. Deshalb komme ich vom Himmel herab. Para anunciarles que yo soy su madre. Um euch anzukündigen, dass ich seine Mutter bin. La madre que ama a sus hijos. Die Mutter, die ihre Kinder liebt. Madre que comprende a la humanidad y sus errores. Die Mutter, die Menschheit und deren Fehler versteht. Madre que ha venido al mundo muchas veces. Die Mutter, die schon so oft in diese Welt gekommen ist. Para dar advertencias a la humanidad. Um die Menschheit zu warnen. Para corregir a la humanidad. Um in der Menschheit. Para llevarlos al camino del amor. Um die Menschheit zu berichtigen und sie auf den Weg der Liebe zu bringen. Están a tiempo, hijos míos. Es ist noch Zeit, meine Kinder. De vivir todo lo que yo les prometo y les traigo. All das zu leben, was ich euch verspreche und was ich euch bringe. De transformar sus vidas según mis designios. Euer Leben zu verwandeln nach meinem Vorzeichen. De formar parte de mis comandos celestiales. Und den himmlischen Weg zu folgen. Y de hacer de este planeta. Und aus diesem Planeten. Un planeta en redención. Einen Planeten der Erlösung zu machen. Junto a todos los reinos de la naturaleza. Gemeinsam mit allen Naturreichen. Recuerden entonces, hijos míos. Bedenkt also, meine Kinder. El incondicional servicio de su ángel de la guarda. Wie bedingungslos das der Dienst eures Schutzengels ist. Que está allí presente, cerca de ustedes. Der hier in eurer Nähe da ist. Para llevarlos de la mano. Al designio de Dios. Um euch an der Hand zu führen und dem Plan Gottes zuzuführen. Para retirarlos del camino del constante sufrimiento. Um euch vom Weg des ständigen Leidens wegzubringen. Y de la agonía que muchas almas viven. Und der Agonie, die so viele Seelen erleben. En muchos grados de la conciencia. Es gibt so viele Seiten des Bewusstseins. Por eso vengo por medio de mi gracia. Deshalb komme ich durch meine Gnade. Para concederles la gracia de Dios.
um euch die Gnade Gottes zu gewähren, la que necesitarán para despertar la conciencia, die ihr brauchen werdet, um das Bewusstsein zum Erwachen zu bringen, la que precisarán para vivir en la vida, die ihr braucht, um zu leben, los principios de Dios conforme a su voluntad, und in eurem Leben die Prinzipien Gottes einzuführen. Quiero que abran su conciencia al universo. Ich möchte, dass ihr euer Bewusstsein dem Universum gegenüber öffnet. Y a todo lo que existe más allá de este planeta y de esta humanidad. Gegenüber allem, was außerhalb dieses Planeten und außerhalb dieser Menschheit besteht. Los invito, hijos míos. Ich lade euch ein, meine Kinder. A mirar hacia lo alto. In die Höhen zu blicken. A encontrar en el infinito. Und in der Unendlichkeit. Su historia y su origen. Eure Geschichte und euren Ursprung zu finden. A reencontrar su camino. Euren Weg wiederzufinden. Según la voluntad de Dios. Gemäß dem Willen Gottes. Y hacer de este camino un camino sagrado. Und aus diesem Weg einen geheiligten Weg zu machen. Para que en ustedes y a tiempo. Damit in euch noch rechtzeitig despierten las virtudes de la divinidad. Die Tugenden der Göttlichkeit erwachen können. Y estas sean parte. Und diese del proyecto de la redención de la humanidad. Zum Teil des Projekts der Erlösung der Menschheit werden. Vengo a abrir los ojos de sus conciencias superiores. Ich komme, um die Augen eures höheren Bewusstseins zu öffnen. Buscando en todo este camino la unidad. Und um auf diesem Weg die Einheit zu suchen. La que los llevará a estar en la sabiduría. Die euch zur Weisheit führen wird. En la alegría de servir a Dios. Zur Freude des Dienen Gottes. Y sobre todo en el camino de la fe. Und vor allem auf den Weg des Glaubens führen wird. Austria como toda Europa oriental. Österreich wie das gesamte Osteuropa. Aún necesita cicatrizar sus heridas más profundas de la guerra. Muss doch immer seine tief liegenden Wunden des Krieges heilen. Vengo a concederles mi gracia maternal. Ich bin gekommen, um euch meine mütterliche Gnade zu bringen. A ustedes y a sus últimas generaciones. Um euch und euren letzten, jüngsten Generationen diese Gnade zu bringen. Para retirar el dolor de sus corazones. Um das Leid aus euren Herzen zu entfernen. El odio. Den Hass. O el rencor. Oder por haberse, Ärger. Por haberse sentido. Da deswegen. Aparentemente abandonados por Dios. Weil ihr euch anscheinend von Gott verlassen gefühlt habt. Pero Dios estuvo en ese momento contemplando a sus hijos. Aber Gott hat auch zu diesem Zeitpunkt seine Kinder betrachtet. Y me envió al mundo en aquellos tiempos. Und hat mich damals in die Welt geschickt. Para anunciar mi mensaje en Fátima. Um meine Botschaft in Fátima zu verkünden. A fin de rescatar a muchas almas. Um viele Seelen zu retten. A muchas familias. Viele Familien. Que escaparon. Die fliehen konnten. Del sufrimiento. Fliehen aus dem Leid. Y de los horrores de aquellos tiempos. Und aus dem Schrecken jener Zeit. No quiero hijos. Ich, liebe Kinder. Hacerles recordar el pasado. Möchte euch nicht an die Vergangenheit erinnern, sino sumergirlos por medio de mi corazón, sondern durch mein Herz en el eterno presente, in die ewige Gegenwart tragen, en donde encontrarán el designio de Dios, wo ihr den Plan Gottes finden werdet, para cada una de sus vidas y conciencias, für das Leben von jedem von euch und für das Bewusstsein von jedem von euch. Vengo a animarlos a renovar los tiempos. Ich bin gekommen, um euch zu ermutigen,
die Zeit zu erneuern y hacer de estos tiempos und aus dieser Zeit grandes momentos de perdón y redención. Den großen Moment der Vergebung und der Erlösung zu machen. Los invito a seguir viviendo la escuela de la oración. Ich lade euch ein, weiter in der Schule des Gebets zu bleiben. Porque con la oración en sus vidas, denn durch das Gebet in eurem Leben, y especialmente en sus corazones, insbesondere in euren Herzen, podrán percibir, hijos míos, werdet ihr wahrnehmen können, cuál es el nuevo camino que deberán recorrer para este tiempo. Wie der neue Weg aussieht, den ihr in dieser Zeit durchlaufen sollt. Por eso estoy aquí. Deshalb bin ich hier. Con todos los ángeles del universo. Gemeinsam mit allen Engeln des Universums. Los que cantan en gloria a Dios. Die Gott Ruhm singen. Para ofrecerles la consagración a mi inmaculado corazón. Um mein unbeflecktes Herz zu weihen. De esa forma, hijos míos. Auf diese Art und Weise, meine Kinder. En esa consagración tan simple. Kann in dieser so einfachen Weihe. Pero verdadera. Aber echten Weihe. Que sus vidas me pueden ofrecer en este momento. Die mir eure Leben jetzt schenken können. No solo podrán ayudar a sus familias. Könnt ihr nicht nur euren Familien helfen. Que también necesitan del perdón y del amor de Dios. Die auch der Vergebung und der Liebe Gottes bedürfen. Sino también ayudarán a toda Austria. Sondern ihr könnt ganz Österreich helfen. Y más allá de ella. Und auch allen Bereichen außerhalb der Grenzen Österreichs. Irradiando por medio de su consagración. Und durch die Weihe. La renovación del tiempo. Die Erneuerung der Zeit ausstrahlen lassen. Y de la humanidad. Und auch die Erneuerung der Menschheit que strahlen forma lassen. Parte de Europa Oriental. Der Menschheit, die Teil, die in Osteuropa lebt. En este momento, in diesem Moment, ante la presencia del Padre, in der Anwesenheit des Vaters, del Hijo, des Sohnes y del Espíritu Santo, und des Heiligen Geistes, es concedido un nuevo paso, wird ein neuer Schritt getan, a sus conciencias, in Richtung eures Gewissens, que quieren ser llevadas al camino del despertar. Euer Gewissen und euer Bewusstsein, das auf den Weg des Erwachens gebracht werden möchte. Para que algún día, bajo la aspiración de mi corazón, damit eines Tages im Lichte meines Herzens se sientan motivados, ihr euch angetrieben fühlt, a servir al mundo y a su humanidad, der Welt und der Menschheit zu dienen, extendiendo junto a su Madre Celeste, und ihr gemeinsam mit der göttlichen Mutter esta red de luz, de oración y de perdón. Dieses Netz des Lichtes, des Gebetes und der Vergebung ausbreitet. Aún Europa necesita de mucha misericordia. Europa bedarf noch immer so viel Barmherzigkeit. Por todo lo que le debe a África y a América. Aufgrund all dessen, was sie Afrika und Amerika schuldet, was es Afrika und Amerika schuldet. Los invito a convertir los errores de todos los tiempos en amor. Ich lade euch dazu ein, dass die Fehler aller Zeiten in Liebe verwandelt werden. Así podrán ser corazones sinceros. So könnt ihr zu ehrlichen Herzen werden. Que escuchen el llamado de Dios. Die den Ruf Gottes erhören. Y se animan a dar un paso en el nombre del amor. Und sich trauen, diesen Schritt im Namen der Menschheit zu tun. Por eso les traigo la paz. Daher bringe ich euch den Frieden. Para que la paz se conciba en sus vidas. Damit der Frieden in euren Leben zur Wirklichkeit wird. Y para que la paz triunfe en la humanidad. Und damit der Frieden
sich in der Menschheit niedersetzt. Llegamos ahora al momento de su consagración. Wir sind jetzt zum Zeitpunkt der Weihe angelangt. Que suene la música de los hijos de María. Es erklingt die Musik der Kinder Gottes. Para que yo pueda bendecir a los que hoy se consagrarán. Damit all diese gesegnet werden können, die geweiht werden. Io chiamo Austria. Ich rufe heute Österreich. Alla rinnovazione e alla speranza. Zur Erneuerung und zur Hoffnung auf. Affinché che si alcance in este lugar. Damit hier. Il perdon e l'amor. Die Vergebung und die Liebe erreicht werden. In los corazones che más necesitan. All jener Herzen, die sie am meisten brauchen. Ahora, hijos, jetzt, meine Kinder, que están a mis pies, da ihr zu meinen Füßen seid, y que conocerán mis misterios, meine Geheimnisse erfahren werdet, háganme en el silencio de sus corazones, macht mir in der Ruhe eurer Herzen una petición sincera. Macht mir gegenüber eine aufrichtige Bitte, a fin de que yo la pueda llevar a Dios, damit ich sie zu Gott bringen kann, para que se pueda cumplir, damit sie in Erfüllung gehen kann, según la voluntad divina, gemäß dem göttlichen Willen, que esta petición, dass diese Bitte, no solo sea algo por sus vidas, soll nicht nur etwas für eure Leben sein, que hoy se renuevan en el Espíritu Santo. Euer Leben, das sich heute im Heiligen Geist erneuert. Sino también sea una petición por la humanidad. Sondern es soll sich auch um eine Bitte für die Menschheit handeln. Que clama por amor. Die nach Liebe ruft. Y alivio al sufrimiento. Und nach Beendigung des Leids. Que así sea. Bendigo en el nombre de mi hijo esta agua. Ich segne im Namen meines Sohnes dieses Wasser. Para que sean bautizados. Damit sie getauft werden. Y bendecidos. Und gesegnet werden. Por el fuego del Espíritu Santo de la Madre de Dios. Durch das Feuer des Heiligen Geistes der Mutter Gottes. Y los talentos de sus corazones despierten. Dass alle Gaben in euren Herzen erwachen mögen. En honra al triunfo del Sagrado Corazón de Jesús. Zu Ehren des Sieges des Heiligen Herzen Jesu. Amen. Amen. Podemos cantar. Wir können nun singen. Yo les agradezco por responder a mi llamado. Danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Que la paz, Ruf des Friedens y el bien, des Wohles, desciendan sobre Austria, damit all dies auf Österreich sich niederlegen möge. Y todas las almas que aquí se congregan, und auf alle Seelen, die hier geweiht werden. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.